Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Attack of the B-Team. Wir sind nach wie vor zu viert, wobei der Daniel gerade kurz AFK ist. So, ich habe jetzt alles gefunden. Das Problem war nämlich, dass wir hier unten mit den Kisten das Problem haben, dass die voll sind. Das heißt, ich habe jetzt ein wenig Platz gemacht, indem ich Müll rausgeschmissen habe. Und alles andere ist hier in den Leitungen rumgewuselt. Darum konnte ich das gar nicht finden. Licht an, ich muss das Licht anmachen. Oh Mann. Licht an. Wir spawnen hier die ganze Zeit. So, wir müssen aber nochmal zurück ins alte Haus und uns die Maschine noch gar rüberholen, die wir hier nicht haben. So, Muskel braucht kein Mensch. So, ich geh jetzt mal schnell von oben rein. Du brauchst keine Muskeln? Nein. Bist du muskellos? Ich bin Maschine, ich brauche kein Muskel. Achso, ich selber jeden Tag für 7 Stunden in Fitnessstudio. Mindestens. Wohnen da drin. Achso. So, wir müssten hier. Dann schick mal ein Bild von deinem Bizeps. Nehmt ihr jetzt inzwischen schon auf? Ja. Gerade angefangen. Yay, ist endlich. Also wieder da. Übrigens, ich habe jetzt alles gefunden, dass wir jetzt weitermachen können. Wo ist jetzt die blöde Maschine hin? Keine Ahnung. Ah ja, Cäsar, du bekommst auch keinen Fallschaden mehr. Cool. Das ist toll, deshalb funktionieren meine Unstable Boots nicht mehr. Ja, zum Glück. Schade. Wenn nicht, muss ich mir das Gehen irgendwie versuchen zu entnehmen. Ah, Skelett! Bin ich jetzt komplett bescheuert? Sag mal, Daniel, haben wir den Compressor? Eier und Creeper rennen jetzt ein bisschen vor euch weg und explodieren nicht mehr. Das ist gut. Selbst haben wenn wir den Compressor noch irgendwo? Wenn ihr direkt neben den Creepern seid, dann tun sie zwar so, als wollen die explodieren, aber sie tun's nicht. Ah, hilft mir einer! Daniel, hast du den Compressor irgendwo hingestellt? Den. Den Compressor. Von? Vom alten Haus ins neue. Ach, Cessa, wir wollten doch ein Battle machen, aber machen's wir nächstes Mal. Jo, ich suche jetzt. Wo ist denn der jetzt hin? Ist das da? Nee, ist der Vieh, da ist etwas anderes. Daniel, kannst du mich zu dir teleportieren? Es könnte sein, dass wir einen neuen Compressor bauen müssen. Da ist doch einer in dem Haus, oder? In dem neuen? Im neuen? Daniel, teleportier mich mal zu dir. Wir haben noch durchgeguckt, da war doch keiner. Ich bin komplett von der Rolle. Bitte, Daniel. So, wir haben hier Pulverizer, Redstone Furnace, Circuit Fabricator, Daniel. Induction Smelter. Ich sehe keinen Kompressor. Daniel, mach mal bitte. Warum denn? Ja, weil es bei mir so laggt. Ja, aber ich bin doch bei dir. Dann TP mich 100 Blöcke in die Höhe. Aber dann fällst du runter. Ich bin eine Fledermaus. Trotzdem. Nee, du bist ein Mensch. So, das kommt jetzt erst rein, so. Warte, dann warte noch kurz. Kompressor. Bäh. Ist das hoch genug? Das nennst du wohl 100 Blöcke. Kompressor. Wieso? Ich hab ein paar mehr Nullen dran gehängt, aber mehr nicht. Schreib jetzt mal die Zahl in den Chat. Ich hab das hier gemacht. Das sind so viele Blöcke, oder? Brauchen wir den Anvil, der da unten rumsteht? TP mich mal zu dir und dann TP mich 100 Blöcke. Der ist slightly damaged. Ist es besser jetzt? TP mich zu dir und dann 100 Blöcke hoch. So. Es krabbelt wohl eher bei ihm. Nee, es läuft bei dup, dup, dup. Es krabbelt. Hat man sein Anvil aus 3 Dingen gemacht? Aus 3 Eisenblöcken und 4 Eisenbarren, glaube ich. Ich kann als Mensch fliegen. Du bist dann 3 Blöcke, genau. Ich kann als Mensch fliegen. Dani, juckt mich nicht. 1, 2. Hey, wenn es dich nicht juckt, warum antwortest du dann darauf? Warum, nein, warum kratzt du denn dann? So.
Dann brauchen wir. Das ist nicht so schlimm. Steel compressed. Ich schmelze jetzt den werfbaren Metroorbrocken. Das ist gut, das brauchen wir nämlich dann. Das. Nein! Steel. Dum, dum. Wofür braucht ihr die? Gar nicht. Doch, für die Rakete brauchen wir die doch, oder? Geschmolzene Meteorbrocken. Meteor-Iron brauchen wir doch. Ja, aber nicht geschmolzene Meteorbrocken. Okay. Meteoric Iron bekommen. Du kannst die Meteorbrocken aus dem Meteoric Iron herstellen. Ach so. Oh, ja, wir hatten noch einen Anvil, verdammt. Dann die. Heißen die jetzt Wire oder Cable? Wire. Aber was. Wie krieg ich nochmal mein zweites Inventar? Du musst den in dein Slot neben der Rüstung legen, ganz oben. Ja, aber wo oben. Ist der? Geh ins Inventar, dann oben. Nein, wo finde ich den Sack, habe ich gefragt. Ach so, da drin. Der wird dir angezeigt. Knopfsack. Wie heißt der? Knopfsack. Knopfsack. Mit K-N-A-P. Ja. Ja, der sogenannte. Nein, der ist in der Truhe, Dani. In der Truhe oben ist der drin. Ja, dann kann man werfbaren Metroorbrocken nochmal erwärmen, damit er noch heißer wird? Eine Frage, wenn ich jetzt den Knapser oder Knapsack rein theoretisch aus meinem Inventar-Slot nehmen würde. Ja. Und das sind Items drin. Jetzt fragst du dich, was mit den Items passiert. Ah, die kühlen ja sogar ab, die Steine. Das habe ich noch nie gemacht. Es ist unlogisch, warum kühlen denn die Steine ab? Weil die einem Sauerstoff sind. Mit. Wenn man die jetzt so hat, kann man die in einen Rucksack machen? Dann werfe ich mal ein, will ich nicht mehr machen. Ich würde trotzdem interessieren, wo unser. Dingenskirchen, unser Kompressor hin ist. Jetzt brauche ich einen komplett neuen, weil wir den nicht mehr haben. Die Items werden im Knappsack drin gehalten. Ja. Zack. Es dauert ewig. Okay, und was habe ich noch gebraucht? Irgendwas anderes Kompresses. Ach, ich kann ja auch als Mensch fliegen. Kann es sein, dass die Baumfarm aus ist? Kann es sein, dass man seine Gene behält, wenn man gestorben ist? Also, ich habe sie nicht behalten. Weil ich kann mich immer noch hochspringen. Mit welcher Taste machst du das? Solltest du nicht, wenn du die zu oft drückst, tust du es auch richtig. Sag mal. Wenn du dich hochspringst, verlierst du alle deine Items. Sag mal. Also einen einfachen Kompressor haben wir noch. Da ist er doch. Oh Mann. Der war schon im System. Erst gucken, dann bauen. So, wir haben den Kompressor. Flip. Aber es kommt nicht in die Scoreleiste und man verliert auch keine Erfahrung. So, okay. Die anderen Sachen habe ich auch nicht umsonst gebaut. Wirklich nicht? Nee. Brauchen wir alles. Ja. Ja, wir sind die coolsten Boys, ey. Okay, Tier 2. So, wir sind die coolsten Boys. Wir sind die coolsten. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Haben wir Bronze, Ingots? Ja. Achso, ich hatte Bronze in diesem Furnace-Ding. Ja. Und das Metal ist Bronze drinnen. Das kannst du dir mit Inked Cast rauslaufen lassen. Sehr gut. Ich glaube, wir haben 2 davon. Okay, also im System haben wir keine mehr. Hattest du dir Jump Boost gegeben, Daniel? Ja, oder? Nein, das ist dumm. Nö. Ist clever. Nee, dann ist mit dem Springen nervt, wenn du fliegen kannst.
Aber wenn ich nicht fliegen kann. Ich könnte doch eigentlich auch einen kompletten Block aus Bronze herstellen, oder? Da sind 93 ja. Bronze-Ingots drinnen. Ich habe sie nach unten gelegt. Danke. Nee, mein Schwert habe ich daran gelegt. Ich bin der Boss. Cool, ha? Huh? Ja, die Smeltery ist klasse. Meine ich hoffe, dass es mit der Bronze überhaupt funktioniert. Ja, das geht schon. Meine Idee, die Smeltery. Keine Ahnung, wie viel ich brauche. Ich nehme jetzt einfach mal einen Schwung mit. Ah, ich verliere doch auch meine Gene. Hat jemand eine Spritze für mich? Oh Mann, bin ich blöd. Ich habe meine Gene jedenfalls nicht verloren. Seltsam. So, wie baue ich den jetzt um? Kann ich den da einfach... Ah, sehr schön. Jetzt muss... Ich habe mein Schwein getötet, das heißt, his magnificence when we bigless fruit bed. Hä? Cesar, holst du dir deine Bronzefärbe oder soll es ich machen? Ja, ich hab sie doch schon. Achso. Warum kriegt er jetzt keinen Strom? Der war doch kompatibel. Okay, dann mache ich einfach ein bisschen Bronzeproduktion. Wo ist denn das Teil schon wieder hin? Nochmal Dinner bauen. Was hast du mit Dinner? Achso, hä? Hä? Zweimal Dinner bauen. Wie meinst du mit zweimal Dinner bauen? Er hat zweimal Dinner bauen getötet. Ihr nehmt doch gerade richtig auf, oder? Nochmal, ja. Cäsar, guck mal direkt neben dir, rechts. Ja, was hast du das jetzt gemacht? Na, ich hab mich Skeletten-Dinner-Bone genannt und es ist dann getötet. Ach so, na. Oh Mann. Sag mal, wo hat denn der Electric Compressor seinen Anschluss? Links, oder? Ja. Kann man es nicht einstellen? Ja, wenn man den Crescent-Hammer nimmt, dann kann man ihn drehen. Also, muss ich ganz auf I drücken? Deshalb brauchst du noch Bronze. Du kannst ein bisschen noch was machen. Ich denke, wir werden noch was brauchen. Ich hab 47. Ja, Daniel, das reicht locker. Daniel, TP'st du mich? Wieso? Bitte. So, bing. Wie viele Minuten? Wo bist du denn gelandet? Ja. Im Hexenhaus. Wir hören jetzt gleich auf. Ich habe jetzt alles soweit vorbereitet. Dann können wir direkt mit der Fertigung weitermachen. Schon ziemlich von der Karte aufgedeckt. Wir müssen überlegen, wo wir dann die ganzen Sachen hinstellen. Ich muss diesen Idioten töten. Hey, lass das. Bist du, sorry. Ja, Skelette, die rückwärts auf dem Kopf laufen, sind immer irgendwelche natürlichen Skelette. Ja. Ja, immer. Ich habe schon mal eins gesehen, was so gejoint ist. Gespawnt ist. Zuerst in der Kiste vom System. Ihr müsst echt aufpassen, genau. Wenn ihr I drückt, jetzt weil wenn ihr jetzt so oft I drückt, dann sprengt ihr euch ja selber, aber es entsteht kein Grab, sondern eure Items gehen mitgesprengt. Oh. So, warte, also Rocket. Also ich schon. Was ist in dem Backpack denn alles drinnen? Ich nehme mir doch das Holz. Ein Wack und Pack. Ich habe nichts verloren, nicht mal Level. Dani, wieso machst du... Ja, das bist du, Dani. Hast du deine Rüssi an, Dani? Witzig. Ich? Nein. Ja. Sonst sieht man das als Skelett. Aber ich habe jetzt eine coole Brille. Wenn ich dich jetzt ein paar Mal schlagen werde, dann wärst du tot. Guck mal. Alter, wieso bist du ein Skelett, das auf dem Kopf steht? Ich habe ein Skelett namens Dinnerbone getötet. Natürlich hast du es umbenannt. Komplett ohne irgendwelche Sachen. Hä, was ist das? Ist das Magic Crayon? Hä? Bei wem? Hier war gerade irgend so ein
Magic Cray. So, wird jetzt Stahl raus? Hoffentlich. Aus Eisen wird Stahl. Perfekt. Yep, funktioniert. Wir haben auch noch Stahl in der Smeltery. Wie viel? Also ich lasse jetzt hier gerade mal ein Stack durchlaufen. Ja, mach ruhig. Aber ich noch, muss sagen, noch Stahl in der Smeltery, weil ich brauchte das Warte, 3888 Mini-Buckets, oder wie es auch immer heißt. Okay. Ich geh mal. Nicht so viel. Ja. Nee, aber ich kann das hier einfach durchbrennen. Darf ich dich einmal mit Hand schlagen? Alter, Dani. So, perfekt. Aber wir werden das Ganze hier off-cam ein bisschen machen, um hier die schönen Plates herzustellen, damit wir dann weiter in die Weltall können. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Attack of the B-Team. Servus. Ciao. Tschüss. Ciao.